entdecken, erleben, voller Neugier einen ganzen Kontinent mit allen Facetten kennenlernen. Nicht weniger als die Entdeckung Südamerikas bietet Ihnen unsere Reise El Condor Pasa. So majestätisch der Kondor am Himmel kreist, so umfangreich ist der Bogen Ihrer Reise. Indigene Kultur in Peru mit Machu Picchu, das Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne in Bolivien, Kolonialarchitektur in Chile, schneebedeckte Berge und Gletscher in Patagonien, leidenschaftlicher Tango in Buenos Aires, tosende Wasserfälle und pure Lebensfreude in Brasilien. In einer kleinen Gruppe von maximal 12 Personen gehen Sie auf Entdeckungstour zu den Höhepunkten Südamerikas. Stets in Begleitung unserer landeskundigen, deutschsprachigen Reiseleitung erleben Sie eine unvergessliche Urlaubszeit. Ja, es gibt wirklich viele Kartoffelsorten bei uns. Ich kenne vielleicht 3.900 davon. Ihre Reise beginnt in Lima, führt nach Cusco und von dort nach Machu Picchu und schließlich zum Titicacasee. Sie beginnen Ihre Reise in Lima, der Hauptstadt Perus. Das Erbe des Kolonialismus prägt eindrucksvoll die Architektur der Stadt. Prächtige Bauten wie der Regierungspalast im neobarocken Stil oder großzügige Kolonialhäuser bestimmen die Altstadt. Prunkvolle, reich ausgestattete Kirchen werden Ihnen in ganz Südamerika immer wieder begegnen. Hier in Lima können Sie die ersten von ihnen bewundern. Ein Land über die Kulinarik kennenzulernen, ist eine besondere Freude. Und die peruanische Küche bietet wahre Köstlichkeiten, von denen das bekannte Ceviche in Limettensaft marinierter Fisch ein großartiger Auftakt ist. Das Nationalgetränk Pisco Sour rundet den Tag erfrischend ab. Für die Inka war Cusco der Nabel der Welt, weshalb sie rund um die Stadt ein Netz von Anlagen errichtet haben, die über viele Wege miteinander verbunden sind. Zum Beispiel die Inka-Festung Sacsayhuaman, die hoch über der Stadt Cusco liegt. Besonders interessant sind die terrassenförmig übereinander gebauten Zickzackmauern. Die Mauersteine sind so perfekt behauen, dass kein Blatt Papier in eine Fuge passen würde. Verteidigungsanlage oder Heiligtum, das ist unter Forschern noch umstritten. Unbestreitbar ist aber der herrliche Ausblick, den man von hier aus auf die Stadt genießt. In Cusco selbst besuchen Sie den Sonnentempel Coricancha, der sowohl Zeugnis der Inka-Kultur als auch der spanischen Eroberung ist. Doch Instrumente wie zum Beispiel Wasserwaage, Lot und so weiter haben Sie gehabt. Im Inneren sehen Sie eine spannende Symbiose aus Inka-Mauern und spanischer Architektur. Einen Spaziergang durch das Gassengewirr der Altstadt dürfen Sie nicht versäumen. Hier mischt sich Inka-Kultur mit kleinen Restaurants, vielen Geschäften und romantisch verträumten Gässchen. Der zentrale Platz mit der großen Kathedrale und der Jesuitenkirche ist das Zentrum der Stadt und lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Dann fahren Sie mit dem Panoramazug durch das herrliche Urubamba-Tal nach Aguas Calientes und dann nach Machu Picchu, jenem fernen, noch immer magischen Ort hoch in den Bergen, der eingehüllt von Wolken das Geheimnis um seine Existenz tief verborgen hält. Auf 2400 Metern Höhe errichteten die Inka im 15. Jahrhundert dieses Wunderwerk der Baukunst. Über den Sinn und Zweck, Sie ahnen es, streitet sich auch hier die Forschung. Mangels überlieferter Aufzeichnungen können nur auf der Grundlage von Ausgrabungen Vermutungen angestellt werden. Ihr Reiseleiter wird Sie mit dem neuesten Forschungsstand vertraut machen und Ihnen die schönsten Aussichtspunkte an einem der unglaublichsten Orte der Welt zeigen.
Damit sie in aller Ruhe genießen können, übernachten sie in Aguascalientes und fahren erst am nächsten Morgen wieder zurück nach Cusco. Die Fahrt nach Puno am Titicacasee führt über das Altiplano, die Hochebene der Anden. Die endlose Weite wechselt mit riesigen Bergen, die Heimat von Lamas und Alpakas. Unterwegs besichtigen sie die Prä-Inka-Stätte Rakshi. Bis zu 12 Meter ragen die aus Vulkanstein und Lehm bestehenden Bauten in den Himmel. Die Stätte mit den angrenzenden runden Lagergebäuden zu Ehren des Gottes Viracocha ist in dieser Form einmalig in Südamerika. Ein Ausflug auf dem Titicacasee bringt sie der Kultur der Uro-Indianer näher. Die Uros leben auf selbstgebauten Schilfinseln im See. Wie man die Inseln aus Totora-Schilf baut und wie es sich darauf lebt, erfahren sie von den Frauen einer Familie. Die Insel Takile ist als die Insel der strickenden Männer bekannt. Eine kleine Wanderung über die Insel führt zu einer Familie, die ihnen ihre Kunst in höchster Vollendung präsentieren wird. Sie lassen den Titicacasee hinter sich und fahren über die Grenze nach Bolivien. Über Tiwanaku begeben sie sich nach La Paz. Weiter geht es mit dem Flugzeug nach Santiago de Chile. Die wichtigste archäologische Stätte Boliviens ist Tiwanaku. Die Höhepunkte der großen Anlage sind die Säulenmonolithe und das Sonnentor Intipunco. Sie zeugen von großer Steinmetzkunst aus der Prä-Inka-Zeit. La Paz wurde 1548 gegründet und erstreckt sich von 3200 bis 4100 Metern Höhe. Einen ersten Überblick verschafft man sich am besten mit der höchstgelegenen Seilbahn der Welt, die hier als tägliches Verkehrsmittel dient. Sie spazieren durch die historische Altstadt, sehen die Kirche San Francisco an der zentralen Plaza und entdecken die Kuriositäten des Hexenmarktes. El Alto liegt am oberen Rand des Talkessels von La Paz. Die aufstrebende Mittelklasse, die sich in den letzten Jahren hier angesiedelt hat, verweist mit Stolz auf ihre indigenen Wurzeln, was besonderen Ausdruck in der hiesigen Architektur findet. Das Mondtal hat sich im Laufe von Millionen Jahren durch Erosion und Klimaschwankungen gebildet. Spazieren Sie durch bizarre Felsen, erklettern Sie Felsentürme und entdecken Sie kleine Spalten und große Krater. Eine wahre Mondlandschaft. Von La Paz nach Santiago de Chile ist nicht nur eine Reise in eine andere Stadt, es ist fast eine Reise in eine andere Welt. Das moderne, europäisch anmutende Santiago steht im krassen Gegensatz zu der Andenmetropole. Schicke Kolonialarchitektur, breite Boulevards und moderne Geschäfte machen die Stadt aus. Ein schönes Essen
gekrönt von einem guten Glas chilenischem Wein, rundet den Tag auf das Herrlichste ab. Von Santiago de Chile geht es nun weiter nach Puerto Natales. Sie erkunden Patagonien, überqueren die argentinische Grenze und fahren zum Perito Moreno Gletscher. Danach geht es weiter nach Buenos Aires. Raus aus der vollen lauten Großstadt, hinein in das Naturparadies. Ein Traum wird wahr. Sie sind in Patagonien. Von Puerto Natales fahren sie in den Torres del Paine Nationalpark. Sie entdecken Unglaubliches, riesige, schneebedeckte Bergmassive, Gletscher, die sich den Weg durch schroffe Felsen bahnen und kleine, leuchtend blaue Eisberge auf den Bergseen hinterlassen. Die Nacht verbringen sie direkt im Park. Ihr Hotel bietet einen wunderschönen Blick auf das Peine-Massiv, das während des Sonnenuntergangs noch schöner zu werden scheint. Auch der nächste Tag ist der Entdeckung des Nationalparks gewidmet. Sie fahren zu verschiedenen Aussichtspunkten und unternehmen kleine Wanderungen. Die frische, klare Luft füllt ihre Lungen, während die grenzenlose Schönheit der Natur die Seele wärmt. Ob sich die Berge eindrucksvoll im Wasser spiegeln oder ein Wasserfall tosend in die Tiefe rauscht, man kann sich einfach nicht satt sehen am Torres-Massiv und den Torres-Spitzen, wären da nicht die niedlichen Guanacos, die zwischendurch ihre Aufmerksamkeit fordern. Am späten Nachmittag treffen sie wieder in Puerto Natales ein. Nutzen sie den Abend, um die Frische des Atlantiks direkt auf ihren Teller zu bringen. Ein kleines Restaurant in der Nähe ihres Hotels ist dafür der perfekte Ort. In Argentinien angekommen ist ein Schluck Mate-Tee auf einer typischen Estancia mit herrlichem Ausblick auf die Umgebung genau das Richtige. 18 Grad. Das Nationalgetränk der Argentinier darf niemals fehlen und wird stets mit allen geteilt. Auf eine Erfrischung folgt die nächste. Der Perito Moreno Gletscher erwartet sie. Von verschiedenen Aussichtsplattformen bewundern sie einen der wenigen Gletscher unserer Erde, der noch wächst. Das Eis glitzert in der Sonne, erstrahlt in den schönsten Blautönen. Seine Fläche beträgt unglaubliche 250 Quadratkilometer. Zwischen 50 und 70 Meter ragt der Gletscher aus dem Wasser. Vielleicht haben sie Glück und mit lautem Krachen löst sich ein Teil des Eises und stürzt tosend ins Wasser. Fakultativ können sie mit einem Boot am Gletscher entlangfahren und noch eine ganz neue Perspektive entdecken. Am Abend sollten sie sich das weltberühmte argentinische Steak keinen Fall entgehen lassen. Das Paris Südamerikas oder die Wiege des Tango. Buenos Aires hat viele Namen und ebenso viele Gesichter. Das Herz der Stadt und ihr Gründungsgebiet ist die Plaza de Mayo. Hier befinden sich die Kathedrale, das Rathaus und der 1884 errichtete Präsidentenpalast Casa Rosada. Das Künstlerviertel San Telmo bietet viele Annehmlichkeiten. Galerien, kleine Antiquitätengeschäfte oder schattenspendende Plätze, wo Sie beim Tango einen Blick in die Seele Argentiniens werfen können. Genießen Sie, träumen Sie, lassen Sie sich faszinieren. Im Viertel La Boca steht das berühmte Fußballstadion La Bombonera, in dem sich schon einige Fußballstars die Klinke in die Hand gaben. La Boca entstand als Viertel italienischer Einwanderer, die meist als Industriearbeiter tätig waren. Besonders berühmt ist es für seine originellen Häuser, die aus dem Blech alter Schiffe gebaut wurden und bunt angestrichen wurden. In La Boca brodelt das Leben. Kleine Geschäfte, Cafés, Straßenmusiker und Künstler, die ihre Werke zum Verkauf bieten.
Am Abend können Sie noch einmal alle Facetten des Tango erleben. Wir bieten Ihnen optional einen Ausflug in das Lokal El Viejo Almacén an. Es ist eines der ältesten der Stadt und bietet ein Abendessen mit anschließender Tango-Show. Sie verlassen Buenos Aires und machen sich auf den Weg nach Foz de Iguaçu in Brasilien und lassen ihre Reise sodann in Rio ausklingen. Nach so viel aufregendem Stadtleben ist wieder etwas naturfällig, wobei etwas ziemlich stark untertrieben ist. Die Wasserfälle von Iguaçu gehören zu den größten Naturwundern unseres Planeten. Ganze 275 Wasserfälle jeder Größe stürzen in die Tiefe. Ein unglaubliches Schauspiel. Sie besuchen zunächst die argentinische Seite der gigantischen Wasserfälle, wo sie über einen gut ausgebauten Steg ein kurzes Stück zur Garganta del Diablo, dem Teufelsschlund, wandern. Mit lautem Getöse stürzt das Wasser in die 150 Meter breite und 700 Meter lange Schlucht. Die aufsteigende Gischt regnet von Zeit zu Zeit ab und erfrischt Mensch und Natur, weshalb die Umgebung in besonders üppigem Grün erstrahlt. Immer weiter führen Stege und Wege und stets öffnet sich ein neuer, faszinierender Blick. Die Fälle, die durch kleinere und größere Inseln voneinander getrennt sind, dehnen sich insgesamt auf 2700 Meter aus. Für ein solches Naturwunder braucht man Muße. Deshalb nehmen Sie sich am nächsten Tag ausreichend Zeit für den Besuch der brasilianischen Seite der Fälle. Die fantastische Aussicht und das herrliche Grün mögen auch einige tierische Besucher. So begegnen Sie auf den Wegen immer wieder kleinen Äffchen und Nasenbären. Ein ganz besonderes Erlebnis, welches Ihnen die Größe von Iguaçu noch einmal ganz besonders vor Augen führt, ist ein Flug mit dem Helikopter. Wir freuen uns, Ihnen diese Möglichkeit optional anbieten zu können. Wer den Regenwald und das Wasser liebt, kann ebenfalls optional eine kleine Tour durch den schönen Regenwald in Iguaçu mit anschließender Bootsfahrt unternehmen, die direkt bis an die Fälle führt. Wenn eine Stadt die Leichtigkeit des Seins verkörpert, dann ist es mit Sicherheit Rio de Janeiro. Direkt an der Guanabara-Bucht gelegen, gesäumt von endlosen Stränden, geben sich üppige Natur und Architektur ein Stelldichein. Ihr Hotel liegt zentral zwischen den Stränden Copacabana und Ipanema. Ein erfrischendes Bad, einen ausgiebigen Strandspaziergang oder ein erfrischendes Kokoswasser gibt es direkt vor Ihrer Haustür. Zunächst möchte aber die Stadt entdeckt werden. Ein Besuch des Corcovado, auf dem die gigantische Christusstatue thront, ist ein Muss. Mit weit geöffneten Armen wacht Cristo Redentor, der Erlöser, über die Stadt und seine Bewohner. Mit 38 Metern Höhe ist er eine wirklich beeindruckende Erscheinung. Von hier oben öffnet sich ein fantastischer Blick über die Stadt und hinüber zum Zuckerhut, dem zweiten Wahrzeichen der Stadt und ihrem nächsten Ziel. Auf den fast 400 Meter hohen Berg führt eine Seilbahn. Von mehreren Aussichtsplattformen können Sie die Aussicht weit über den Atlantik zu den Hügeln und Buchten von Rio de Janeiro genießen. Hinter dem Hügel Morro da Babilonia liegt die Copacabana. Selbstverständlich hat man auch einen wunderbaren Blick auf den Corcovado mit der Christusstatue. Am Abend erleben Sie echte brasilianische Esskultur, denn Sie besuchen eine typische Churrascaria. In Brasilien liebt man Fleischgerichte und so ist nicht das großzügige Buffet die Attraktion, sondern die frisch über dem Grill zubereiteten Fleischspieße, die von den Kellnern von Tisch zu Tisch getragen werden. Es ist an Ihnen, aus dem großzügigen Angebot zu wählen. Am Ende des Abends mischt sich Freude mit Wehmut. Freude über den schönen Abend und die unglaubliche Fülle an Erlebnissen der vergangenen Wochen. Sie haben einen ganzen Kontinent bereist und Schönes, Fantastisches,
und Unglaubliches gesehen und erlebt. Mit etwas Wehmut verabschieden Sie sich jetzt von Brasilien und Südamerika, nicht ohne den Gedanken, vielleicht einmal wiederzukehren, denn es gibt noch so viel zu entdecken. Zum Abschluss präsentieren wir Ihnen eine Auswahl unserer Hotels in Südamerika.